Lange saß die Community wie die Zombies im dunklen Loch und wusste nicht, wie es um Dying Light 2 steht. Erst eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit, kurz vor dem angepeilten Release-Termin, dann Gerüchte um eine Übernahme des Entwicklerstudios und anschließend langes Schweigen. Das alles hat die Spieler ziemlich verunsichert. Jetzt! Über ein Jahr nach der unbestimmten Verschiebung meldet sich Techland aber endlich zurück mit neuen Gameplay-Details und auch endlich einem hoffentlich finalen Release-Termin noch dieses Jahr. Wir haben für euch das selbstgebastelte Straßenschild Hackebeil ausgepackt und fassen die neuen Infos zusammen. Falls euch das Video gefällt, denkt gern über ein Abo nach, damit unterstützt ihr uns und wir wissen, ihr wollt mehr zum Thema. Dying Light 2 greift mal wieder das altbewährte Konzept der Zombie-Apokalypse auf. Die Welt ist seit 15 Jahren hinüber, Zombies streifen durch die Straßen und die restlichen Menschen gehen sich natürlich auch gegenseitig an die Gurgel. Soweit so Zombie-Apokalypse. Kennt man alle schon. Dying Light 2 hat aber einige Kniffe, die dem eigentlich ausgelutschten Setting doch noch ein paar interessante Sachen abgewinnt. Das Spiel legt nämlich einen großen Fokus auf seine Story und markante Charaktere. Wer da jetzt an The Last of Us denkt, liegt aber falsch. Anstatt eine lineare Geschichte zu erzählen, gehen die Entwickler bei Techland den genau anderen Weg. Hauptschauplatz ist die nicht näher benannte Stadt. Die ist als Open World angelegt, ihr dürft sie also frei durchstreifen. In der Stadt findet ihr drei Fraktionen, die jeweils ihren eigenen Weg durch die Apokalypse durchsetzen wollen und ihr könnt ihnen dabei helfen oder auch nicht. Ob das jetzt die Peacekeepers sind, die wieder Recht und Ordnung herstellen wollen, aber dafür auch herzlos vorgehen, also im Grunde sind sie Paragraphenreiter mit Waffen, oder die Renegades, also Ex-Sträflinge, die von einem Anführer geleitet sind, aber halt auch machen, was sie wollen. Vielleicht sagen euch aber auch eher die Überlebenden mehr zu, das ist vermutlich die gemäßigteste Gruppe, die halt versuchen, sich an die Situation anzupassen und eher friedlich rangehen, quasi die Ökos. Im Laufe des Spiels könnt ihr euch entscheiden, welcher Fraktion ihr jetzt helfen und welcher Fraktion ihr schaden wollt. Das Coole dabei, eure Entscheidungen haben Konsequenzen und verändern sogar die Spielwelt. Helft ihr beispielsweise den gnadenlosen Polizeistaat-Heinis, wird die Zivilbevölkerung zwar unterdrückt, aber ihr habt in der Spielwelt mehr Fallen, die ihr gegen Zombiehorden einsetzen könnt. Außerdem bekommt ihr auch unterschiedliche Enden. Das bringt eine Menge Wiederspielwert rein und zum Beispiel für Fans der Gothic-Serie, die könnten da voll auf ihre Kosten kommen. Da muss man sich ja auch für eine Fraktion entscheiden und die anderen werden einem dann verschlossen. Aber auch euer Hauptcharakter Aiden ist nicht bloß eine blasse Hülle, sondern verfolgt eigene Ziele und eine eigene Story. Er kommt nämlich in die Stadt, weil er ein Geheimnis aus seiner Kindheit lösen will. Was genau das ist, hat Techland aber noch nicht verraten. Dafür aber umso mehr zum Gameplay. Das lässt euch all die Dinge aus der Ego-Sicht erleben und setzt auf ein ausgefeiltes Parcoursystem. Das fühlt sich weniger nach Assassin's Creed und viel mehr nach Mirror's Edge an. In Dying Light 2 flitzt ihr über die Dächer der Stadt, entweder um eure Aufträge schnell über die Bühne zu bringen oder weil ihr vielleicht aus Versehen gerade mal wieder in eine Horde Zombies reingerannt seid. Die haben auch eine kleine Besonderheit, denn die sind sehr lichtempfindlich. Das bindet den Tag-Nacht-Wechsel mit ein, denn tagsüber könnt ihr euch relativ safe durch die Welt bewegen und müsst nur in Innenräumen aufpassen. Da verstecken sich die Zombies nämlich, solange die Sonne scheint. Nachts strömen sie dann allerdings aus ihren Verstecken raus und überfluten die Straßen der Stadt. Da sollte man also schon gute Gründe haben, das kuschelige Lagerfeuer in den Befestigungen zu verlassen. Aber den liefert Techland gleich mit, denn wenn die Untoten natürlich draußen auf der Straße sind, sind drinnen keine mehr, die potenzielle Schätze bewachen können. Es lohnt sich also durchaus, mal nachts die Zombienester zu durchsuchen. Vielleicht zwingt einen das Spiel sogar dazu. Man weiß nämlich schon, dass der Hauptcharakter noch ein dunkles Geheimnis hat. Der ist nämlich mit dem Zombie-Virus infiziert und braucht offensichtlich stetig Gegenmittel. Und das wartet bei den Zombie-Horden. Im neuen Gameplay-Video sieht man nämlich auch, wie Aiden da irgendwas Medizinisches findet und sich auch direkt in die Vene spritzt. Es ist aber auch nicht das Einzige, was spritzt, denn Dying Light 2 ist absolut nicht zimperlich und richtet sich klar an Erwachsene. Vor allem im Kampf spritzt überall das Blut. Mit selbstgebauten Waffen geht ihr meistens eher in den Nahkampf und wie bei Techland ja üblich, ist es auch wieder möglich, einen Gegner in seine Einzelteile zu zerlegen. Ihr versteht. Fernkampfwaffen gibt's bis auf den Bogen keine, ihr werdet also nicht irgendwann wie Rambo mit der AK-47 unterwegs sein. Dafür habt ihr aber noch andere Gimmicks, wie UV-Lichtstrahler gegen Zombies oder ein Messer, um Gegner unbemerkt auszuschalten. Dying Light 2 gibt euch nämlich die spielerische Freiheit, wie ihr an Gegnergruppen jetzt rangeht.
Bevor ihr jetzt aber alternative Bestellseiten scharf macht, im Gegensatz zum indizierten Vorgänger scheint Dying Light 2 nämlich eine Freigabe von der USK zu bekommen. Hier stützen wir uns aber auf Aussagen von der Gamescom 2019. Da erklärten die Entwickler nämlich auf unsere Nachfrage, dass sie bereits während der Entwicklung mit der USK zusammenarbeiten für eine Freigabe ab 18. Ob das so kommt und ob das Spiel auch endlich fertig wird, das sehen wir noch dieses Jahr. Dying Light 2 hat nämlich endlich wieder ein Release-Datum. Am 7. Dezember 2021 soll das Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series kommen. Was reizt euch am Setting von Dying Light 2? Oder ist die Zombie-Apokalypse für euch letztendlich doch durch? Schreibt's doch mal in die Kommentare, lasst auch gerne ein Abo und ein Like da, damit unterstützt ihr uns für weitere Beiträge zu Dying Light 2 und für noch mehr Infos aus der Welt der Videospiele wisst ihr natürlich die richtige Adresse: pcgames.de.